Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Let's Build Champions. Ja, wie ich gestern schon weiterhin in der Beschreibung angekündigt hatte, geht es heute um Darius, die Hand von Noxus, beziehungsweise die Hand of Noxus. Ja, ich habe natürlich mal wieder ein Git zusammengestellt, ich kann gar nicht. Also man kann entweder diese Runenseite hier mitnehmen, weil man auf der Top ja meistens gegen Rüstung, also gegen Adeismus, oder zumindest gegen Hybrid. Ist das eine gute Sache? Und wenn man sich nicht richtig sicher ist, weil man zum Beispiel kein Ranked spielt, sollte man diese Seite hier mitnehmen. Also man hat hier halt, also ich kann jetzt erstmal hier erklären, man hat hier halt AD Quintessenz und eine Armor Quintessenz und wiederum AD Seelen und AD Marx sowie Seelen mit Rüstung. Oder die Tankmeisterschaft, Seelen mit Rüstung, skalierende Magieresistenz hier drauf, Leben hier drauf. Auf den Marks und auf den Glyphen kommen halt hier skalierendes Magieresistenz. Leben per Level kann man, wird eigentlich, also ich habe jetzt hier drei verschiedene drin, weil ich muss halt alles nochmal ein bisschen aufstocken. 4,26, ich habe noch 49 Leben auf Level 18 dazu bekommen und 4 Magieresistenz. Also das bringt's übelst, meiner Ansicht nach. Und ja, das ist auch schon so die Runen für Darius Meisterschaftsseite. Ja, erstelle ich mal eine neue. Und so, das ist nämlich jetzt meine Off-Tank-Seite. Ich will kurz wissen, kann ich die vielleicht... Es geht halt nicht. Gut, dann fangen wir mal an. Auf jeden Fall das. Cooldown Reduction, auch immer ganz wichtig. Attack Speed brauchen wir nicht. Ganz braucht ihr nicht. Ihr holt euch auf jeden Fall Damage at Level 18. Und Penetration, auch ganz wichtig. Den Bonus Attack Damage. Dann fangen wir jetzt, machen wir hier kurz weiter, damit wir nicht alle Punkte schon direkt ausgegeben haben. Erhöhen wir die Leben, die Rüstung. Jetzt haben wir noch 7 Punkte. Das holen wir uns noch. Warte. Jo. So, ja, ich habe jetzt halt hier einen Punkt reingesetzt und hier zwei Punkte, dann habe ich auf beiden Seiten 15-15. Zauber nehme ich, empfehle ich Flash Ignite, Flash Exhaust, Flash Barrier, Flash Teleport, Flash Ghost. Das sind die einzigen Zauber, die ich empfehle, oder halt Ghost Ignite, Ghost Exhaust, Ghost Barrier, Ghost Teleport. So, dann haben wir das Itemset von Darius. Ja, es wird jetzt nur für die Summoner Swift Map. Oh, nicht Cinch, ich will Darius. Achso, da. So. Das Starting-Item ist mein Doran-Schild. Danach kommt eine Health-Potion und eins der drei Zusatz-Items. Danach holen wir uns ein Nomad's Medallion. Um halt länger auf der Lane durchzuhalten. Es gibt halt 10, 11 Mana-Regeneration, 8 Lebensregeneration. Dann holen wir uns Boots of Speed und kaufen uns erst den Frozen Mallet fertig. Dann kann man sich eins von diesen Schuhen aussuchen. Ist total egal. Alles ist auf Darius irgendwie notwendig. Dann den Talisman of Ascension. Ja, super Item. Hat jetzt die Passive von Shurillas Reverie, also von Shurillas Träumerei, übernommen. Das Sunfire Cape. Sunfire Oman immer auch gut. Dem neuen Block holen wir uns dann einen More of My Mortius, halt wegen der Magieresistenz und wegen der Attack Damage sowie der Passiven. Und ja, dann kommt das Ranions um als letztes Item. Und ja, am Ende kann man halt alternativ noch den Talisman of Ascension gegen eine Hydra sozusagen austauschen. Wenn man diesen Talisman of Ascension halt nachher nicht mehr benötigt, ergibt halt 20% Cooldown Reduction plus die Revenus Hydra, also plus dann halt noch die Lebensregeneration und so weiter und diese schneller machen. Also wenn man wirklich macht, so wenig AD, dann... Ja, hier habe ich noch was vergessen. Entschuldigung. Ich war gerade mitten im Reden und hab mich dann selbst unterbrochen. Weil nämlich, wenn man meint, dass man zu wenig AD hat, dann sollte man sich dieses Item kaufen. So, dann haben wir noch das Doran Shield, wie ich ja schon sagte. Wenn man oben auf der Lane doch mal gegen einen AP spielen sollte, sollte man dann das Doran Shield ist zwar auch dagegen gut, aber man sollte es dann trotzdem, weil die Champions ja kein Basic Damage machen, also dass die Passive da nichts bringt, würde ich mir trotzdem dann erstmal ein Cape holen und dann auf jeden Fall diese Schuhe. So, das war's. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und schaut euch das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Let's Build LOL Champions.